Deutschlandfunk Sternzeit. 21. Oktober. Die Frau mit den fast 5000 Asteroiden. Vor 100 Jahren kam in Berlin Ingrid Grönefeld zur Welt. Schon während ihres Studiums hat sie auf dem Königstuhl bei Heidelberg Sterne beobachtet, die ihre Helligkeit verändern. Nach dem Krieg verbrachte sie einige Jahre in den USA, unter anderem am Yerkes Observatorium der Universität von Chicago. Später heiratete Ingrid Grönefeld den niederländischen Kollegen Cornelis van Houten und zog nach Leiden. Gemeinsam mit ihrem US-Kollegen Tom Gerrits führten die beiden in den 60er und 70er Jahren eines der aufwendigsten Programme zur Suche nach Asteroiden durch, also nach den kleinen Körpern im Sonnensystem. Die Astronomen haben mit dem Schmidt-Weitwinkelteleskop auf dem Paloma Mountain hunderte Fotoplatten belichtet, die für die Auswertung in die Niederlande verschifft wurden. Der Paloma Leiden Survey war außergewöhnlich erfolgreich. Dem Entdecker-Trio werden mehr als 4600 Asteroiden zugeschrieben. Heute geschieht so eine Suche fast vollautomatisch. Vor 60 Jahren aber mussten die drei mühsam mit den eigenen Augen nach Objekten suchen, die sich auf Aufnahmen in verschiedenen Nächten vor dem Hintergrund der Sterne bewegt hatten. Das Astronomentrio hat ganz neue Familien von Asteroiden entdeckt, also Objekte, die offenbar eine gemeinsame Vergangenheit haben. Das verrät viel über die Geschichte des Asteroidengürtels und die Entstehung des Sonnensystems. 2015 ist die große Asteroidensammlerin Ingrid van Houten-Grönefeld im Alter von 93 Jahren gestorben.